Namaskaram, Sadhguru. Wie gehe ich mit Menschen um, die ständig beleidigend sind und negative Energie ausstrahlen? Jetzt lass diese ganze negative Energie und all dieses Zeug, okay? Lass dich nicht auf den ganzen Unsinn ein. Jemand ist negativ in seinem Verhalten. If you have a choice, don't deal with them. Wenn du die Wahl hast, gib dich nicht mit ihnen ab. But you're married to them. Aber du bist mit ihnen verheiratet. Oder sie sind deine Kinder. Oder es ist so, dass sie jemand anderes sind, die du nicht loswerden kannst. Wenn es so ist, dann lass uns sehen, ob wir sie transformieren können. Wenn du es nicht kannst, übergib sie mir. Und wenn nichts funktioniert, isolierst du dich gegen sie. Das ist alles. Es gibt keinen anderen Weg. Wie? Reagiere nicht auf irgendetwas, das sie tun. Es sei denn, sie misshandeln dich körperlich. Wenn sie dich körperlich misshandeln, gehst du weg. Es macht keinen Sinn. Schau, wenn du draußen etwas von Bäumen umgeben bist, schreien die Insekten die ganze Nacht hindurch. Versuchst du zu entschlüsseln, was sie sagen? Möglicherweise verfluchen sie dich in Grund und Boden. Du entschlüsselst das alles nicht, oder? 100 Insekten schreien die ganze Nacht. Du versuchst nicht zu entschlüsseln, was sie sagen, nicht wahr? Du hörst einfach zu. Du gewöhnst dich daran und du ignorierst es. Du tust genau dasselbe. Sie reden viel Unsinn. Warum gibst du ihren Worten einen Sinn? Sie machen nur Geräusche, nicht wahr? Ja? Hör einfach eine Zeit lang auf, die Sprache zu verstehen. Bla 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 bla. Das tun sie. Weißt du, jemand plappert, es sieht lustig und hübsch aus, es ist in Ordnung. Du hast alles getan, was möglich war. Und es gibt nichts, was du wegen dieser Person tun kannst. Aber aus irgendeinem Grund, aus sozialen, ökonomischen und anderen Gründen, sitzt du fest. Wenn das so ist, hör einfach auf den Klang ihrer Sprache. Miss den Worten, die sie sagen, keine Bedeutung zu. Denn die meisten Menschen wissen sowieso nicht, was sie reden, nicht wahr? Ist es nicht so? Wenn sie wüssten, was sie reden, würden sie vernünftig reden. Die Leute reden sinnlos, weil sie nicht wissen, was sie reden. Also lässt du sie einfach dort. Am besten versuchst du, sie zu transformieren. Das schuldest du den Menschen um dich herum. Wenn du das nicht kannst, versuche sie mir zu übergeben. Wenn du das nicht kannst, wenn du nicht mit ihnen zusammen sein willst, versuche wegzugehen. Wenn du das nicht kannst, behandle sie einfach wie die Insekten. Mitfühlend, aber ohne dem, was sie sagen, zu viel Bedeutung beizumessen. Oder indem du, was sie sagen, gar keine Bedeutung beimisst. Das ist alles. Wenn sie dich beißen, dann weißt du ja, was mit dem Insekt zu tun ist, oder nicht? Ja, das Insekt sitzt draußen auf dem Baum und schreit. Das ist in Ordnung. Wenn er kommt und sich auf dein Gesicht setzt und dich beißt, weißt du, was zu tun ist, oder?